Okay. Berichte, die in Rockers Tagebuch. Verdammt, ich habe vergessen, die alle vorzulesen. Axel ist gegangen, während ich noch schlief. Ich konnte ihn nicht nach dem Stil fragen. Heute war ich mit Nummer 14 auf Mission. Shion behielt die ganze Zeit die Kapuze auf und sagte kein Wort. Ich hatte auch nicht viel zu erzählen. Danach habe ich allein Eis gegessen. Ich war heute wieder mit Shion, mit Nummer 14 unterwegs. Wir haben uns sogar ein wenig unterhalten. Sie hat meinen Namen gesagt und ich ihren. Danach habe ich wieder allein ein Eis gegessen. Die Verkäuferin meinte, man könne den Gewinnerstil gegen ein Extra-Eis eintauschen. Weil mehr als eins schaffe ich nicht. Wie bist du denn? Heute war mein dritter Tag mit Shion. Ich habe etwas mehr über sie erfahren. Sie hat schwarze Haare und verwendet ein Schlüsselschwert, genau wie ich. Ich habe sie danach zum Eisessen mitgenommen, aber ich spare den Gewinnerstil auf. Axel verdient eine Belohnung. Shion will weiter mit uns Eis essen. Vielleicht werden wir ja Freunde. Wieso vielleicht? Ihr könnt Freunde werden. Niemand hindert euch daran. So. Okay. Unsichtbar, was hast du jetzt zu sagen? Wir gehen ja gleich auf Mission. Bist du bereit? Und du? Wir arbeiten heute wohl nicht zusammen. Ah, da ist jemand wohl traurig. Und demnächst? Leute werden ausradiert. Ganz schön übel. Benutzt du die Tafel effektiv? Verwende einen Waffentafel und zeig's mir. Ich sag dir, ob du es richtig machst. Gut, du scheinst wenigstens das Prinzip der Tafel verstanden zu haben. Dann kann ich dir ja das hier geben. Das hätte ich mir davor geben können, aber egal. Also jetzt haben wir eine Tafel dazu bekommen, wie ihr hier unten seht. Okay. Eins mache ich weg und mache ein Eis da rein. Und Potion kann ich immer gebrauchen. Bei meinem Glück werde ich ja sowieso so abkratzen. Ach, da ist er jetzt. Seht ihr diesen kleinen Kerl? Da ist der. Mogri? Hey, wieso kann ich noch nichts... Ach so. Vielleicht später. Aber mit dem kleinen Kerl kann man was machen. Rockstar, aufgrund deiner erfolgenen Leistung, starte dich mit einem neuen Rang aus. Habe ich vergessen, den neuen Laden zu erwähnen? Kauf dort von Missionen ein. Ach so, Zeigs erkennt deine Erfolge an, benutzt sie mit. Ja. Ja, ich habe den schon entdeckt. Du hast den Rang eines Novizen erreicht. Geh bitte weg. Jetzt kann ich mit ihm reden. Jetzt sieht er mich auf einmal. Grüße, Kupu. Wie lautet dein Name? Roxas, und deiner? Mein Name spielt keine Rolle, Kupu. Ich weiß sowieso, wie du heißt. Mogri, aber hm? Willst du einkaufen, Kupu? Wirf einen Blick, Kupu, auf meine fantastischen Waren. Okay, zeig mal, was du hast. Ja, Herzmut auch wieder Tafeln zu kaufen, ja, und schmieden, ja. Kaufen. Kann ich immer gebrauchen. Stufe kann ich gebrauchen. Steh auf Männchen. Kann ich gebrauchen. Ah, das sind die neuen Schlüsselschwerter, die man jetzt haben kann. Trippelspruch kann ich auch gebrauchen für später. Okay, neuen Schlüsselschwerter hier. Deine Waffe errichtet einen großen Schaden, gebiet einen schweren Schaden. Wird sehr gut für Luftkampf geeignet. Okay. Da ist eins davon und einmal das hier. Okay. Abwehrgrad plus 8, Kombosprung. Ich brauche den Kampfring hier. Schmieden, was kann ich dann schmieden? Limit-Aufladung. Steigere Schwelle für Limit-Brech um 1. Ja, okay. Geht klar. Und jetzt mal ausrüsten. Stufe. Warte erstmal. Müssen das hier weg. 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 Und das hier weg. Du kommst dann hier hin. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Tetris spielen. Steh auf, Männchen. Blocken, Trippelspruch. Okay. Analyse kann ich immer gebrauchen. Hebemod. So, Energieeinheit da rein und Energieeinheit da rein.
Kampfring. Ich brauche Verteidigung mehr. Und wie war der Trippelspruch? Ach so. Okay. Und einmal Feuer und Eis. Die Stufen kann ich hier unten packen. Ist ja kein Problem. Und so. Perfekt. Perfekt. So mag ich es. Und so sieht unser neues Schlüsselschwert aus. Wir sind ein Novize. Hey. Okay, das Schlüsselschwert ist geil. Ich habe immer den anderen genommen, aber diesmal nehme ich den hier. Wenn ihr die anderen Schlüsselschwerter... Ich schicke dich und überhaupt deine Aufklärungsmission in eine neue Welt. Also wenn ihr die neuen Schlüsselschwerter sehen wollt, könnt mich eine Nachricht schreiben oder PN schreiben oder einen Kommentar schreiben, dann kann ich euch das zeigen. Erkunde diese neue Welt. Ja, sammle Informationen, dass Mikli diese zuerst entdeckt hat, wird dort Unheilskraut gesichtet haben. Fähigkeit, ja, Leuchtsplitter, ja, okay. Agrabah. Jetzt kommen wieder, warte. Oh nein, jetzt weiß ich wieder. Agrabah. Jetzt weiß ich wieder, warum ich diesen Ort nicht so sehr mochte. Ihr werdet euch auch bald verstehen, wieso. Ich fange hier draußen langsam zu kochen. Ja, warum habt ihr so alle so dicke Mäntel an? Los, Kleiner, schließen wir die Nachforschung ab. Anscheinend hat er keinen Bock auf ihn. Was ist überwältigt von der neuen Umgebung? Nein. Glaubst du, das stimmt, dass mit den Mitgliedern, die im Schloss des Infanten sind? Haha, macht dir das etwas zu schaffen? Wir könnten die halbe Organisation verloren haben. Macht dir das gar nichts aus? Von wegen. Ja, je schneller wir diese Mission erledigt haben, desto schneller kannst du zurück. Okay. Legen wir los, Kleiner. Untersuche alles Verdächtige. Okay. Untersuchen, Allheilmittel und... Deswegen mochte ich dieses Schlüsselschwert, weil es heftig ist. Von den Luftkombos her. Ich hinter der Vase versteckt, du Pussy. Okay, Potion. Erstmal alle Gegner hier töten, dann kann ich auch alles in Ruhe untersuchen. Shalaruta Tango oder Tanga. Ich weiß nicht mehr. Der Name kann man da oben jetzt nicht mehr richtig so sehen. Ja, komm. Tot. Jetzt ist das Tor offen. Ja, schön. Okay, gibt es hier noch Gegner? Wir sollen hier alles untersuchen. Okay, erstmal das hier. Ist das ein Laden? Hier ist niemand. Und dazu ist er noch voller Sand. Sanddünen hier, das ist merkwürdig. Reiner Zufall, schätze ich. Wenn ich, mögen sie ja Beachvolleyball. Glaubst du wirklich? Nein, glaub ich nicht. Gibt es auch Beachvolleyball in Kingdom Hearts? Eine große Tür. Führt wahrscheinlich zum königlichen Palast. Wahrscheinlich ist das nur eine Vermutung. Von wegen, sieh mal genau hin. Hohe Mauern, Verzierung. Die Bauart unterscheidet sich von dem Rest der Stadt. Gut, dass du es so gemerkt hast. Und hier war auch noch etwas. Ach so, hier. Hier ist alles total vollgesandet. Okay. Warum liegt hier überall Holz herum? Warum nicht? Wenn die Holz mögen. Ach, jetzt kommen wieder die Gegner.
momentan sind diese Gegner nicht so schlimm, weil es gibt noch eine schlimmere Art, die hier noch ist. Die kommt aber noch viel später, viel später. Zum Glück habe ich die Framerate erhöht, sonst wäre das noch langsamer hier. Okay, nicht mehr so langsam. Okay, wo? Da bist du ja. Und... ja, ist klar. Untersuchen. Voll in den Sand gesetzt, sozusagen. Ich erinnere mich nicht daran, meine Stadt an einem weniger sandigen Ort zu bauen. Du willst eine Stadt bauen? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Okay. Das ist jetzt unbewusst, dass ich es jetzt gemacht habe. Okay, was kann ich dann untersuchen? Achso. Hier sieht es aus, als hätte jemand versucht, den Sand wegzureiben. Woher kennst du das denn? Verkaufen sie hier Töpfwaren oder Sand? Weiß ich nicht. Und hier gibt es auch noch Herzlose. Okay, Schatz, wo gibt es 5. Hier sind kleine Sandberge. Das heißt, dieses Gerüst wurde erst vor kurzem gebaut. Okay. Da gehen wir sowieso später rein, also... jetzt müsst ihr nicht so hektisch sein. Und so, und so. Okay. So, deswegen brauchte ich die Kiste hier. Und... so perfekt, wenn du es so haben willst. Und Seile. Ein Haufen Seile. Hm. Was betrügt dich denn? So, hier an der Wand. Die Mauer ist eingestürzt. Scheint eine alte Stadt zu sein. Von wegen, schau mal genau hin. Die Ziegel sind nicht brüchig. Die Mauer ist erst vor kurzem eingestürzt. Wodurch? Wodurch nur, wodurch? Holz, Holz ein Seil? Wozu das gut ist? Spitzen finden wir noch später raus. Und das Tor ist auch offen. Und ich sehe da einen Sandsturm draußen. Und runterspringen. Kein Schaden, ist klar. Aber das ist ja Kingdom Hearts Logik. Okay. Was haben wir denn bisher alles entdeckt? Fassen wir das mal alles zusammen. Das hier ist wie eine große Sandkiste. Hm. Das passiert wohl, wenn man mitten in der Wüste eine Stadt baut. Ist auch irgendwie klar, abgesehen davon nicht viel erwähnenswertes. Scheint wie eine ganz normale Stadt. Hm? Ah, Mann. Bist du noch ganz da? Das ist jetzt aber wirklich albern. Was? Mir geht's gut, alles bestens. Lass mich raten, das Schloss des Infalls? Ah, Roxas. Wie ich schon sagte, je länger wir hier sind, desto länger weißt du es nicht. Ich weiß. Okay, hier können wir auch Gegner sorten. Ich wusste es doch. Und... komm. Ach, diese Feuerbastarde. Ich kann irgendwas untersuchen, anscheinend. Worauf ziehst du eigentlich, du dummes Ding? Okay, die Potion brauche ich nicht. Und... okay, jetzt...
Was ist vor mir? Eine Wand. Wände versperren mir immer die Sicht. Okay, dann so. So und hier. Komm auch Gegner, oder? Ich höre da Gegnermusik. Achso, du kämpfst da unten schon. Und wo ist das Großmaul? Okay, haben wir dann auch erledigt. Was? So, da war der Potion. Diese Tür wurde zugenagelt. Anscheinend schon. Können wir nicht raus? Okay. Okay. Da vorne muss da irgendwas sagen. Ah, hier. Diese Mauer stürzt wohl auch bald ein. Wollen wir es gleich noch untersuchen? Brauchst du diesen Krug hier? Hallo, was kann ich noch untersuchen? Ich habe es wieder vergessen. Was kann ich denn noch untersuchen? Hallo? Hier nichts. Hier auch nichts. Hier auch nichts, okay. Hä, was soll ich denn untersuchen? Ach so. Was für eine riesige Düne. Wir müssen dicht am Eingang der Stadt sein. Ach, wirklich. Guck mal nach rechts. Okay, die ganze Stadt ist unter Sand begraben. Was sagt dir das, Roxas? Mir? Ja, dir. Warum glaubst du, ist das passiert? Hm, vielleicht weil die Stadt in der Wüste liegt. Die Stadt liegt mitten in der Wüste. Vielleicht ist das ja normal. Hier normal vom Weg. Sieh dir mal die Stadtmauer an. Sie ist hoch, um genau zu verhindern. Okay, gut, dann was vielleicht? Ein böser Streich? Ein Sandsturm hat die Stadt getroffen. Das würde die zerstörte Mauer erklären. Guter Junge, Roxas, du bist ganz schön clever. Diese Orte wurden von einem Sandsturm getroffen und nicht nur ein- oder zweimal. Die hohen Mauern der Stadt waren wohl nicht gut hoch genug. Was mit den Holz und den Seilen? Roxas, gib mir einen Schadensbericht. Und wie es aussieht, wurde die Stadt schwer verwüstet. Der Ort ist eine rein einzige Ruine. Richtig, aber das ist noch nicht alles. Alles herumliegende Baumaterial und dann noch die Gerüste. Sie haben die Stadt wieder aufgebaut. Wer denn? Die Einwohner? Wer sonst? Und es sieht nach der Menge Arbeit aus. Es gibt bestimmt jemanden, der die Arbeiten leitet. Meinst du? Gut, Roxas, wir haben unseren Auftrag erledigt. Kehren wir zum Schloss zurück. Okay. Hä, wieso kommen die jetzt wieder? Oh, ich habe keinen Bock auf euch. Ja, komm. Wo bist du? Du holst ja nicht deine Freunde. Nee, du holst ja nicht deine Freunde. Komm. Kamen die immer wieder zurück? Ich weiß das gar nicht mehr. Also ich kann, man kann noch weiter hier untersuchen, wie man sieht. Kann man noch weiter hier untersuchen. Das werde ich auch. Ich könnte auch einfach jetzt zurückgehen, aber nee. Okay. So. Hallo, stirbst du? Danke. Ah, da oben ist die letzte Truhe. Da ist die.
Okay. Wollte ich vielleicht mal kurz töten, weil in diesem Part will ich noch diese Mission schaffen. Weil sonst, ich habe keinen Bock, extra noch ein Part dazu noch weiterzumachen. Hier kommt noch eine kleine Cutscene. Oho. Das müssten die Einheimischen sein. Normalerweise würde ich einfach vorbeigehen, aber so wie du läufst, tja. Also wie du auffällst, meine ich. Vielen Dank. Wir umgeben sie besser, weil ich träume nicht. Weiträumig geht klar. Und hier. Deswegen meinte ich, wir gehen später diesen Weg. Ach, du ekliges Drecksmonster. Ach, noch eins von euch. Egal, Luft kommt, bevor du willst. Und wir beobachten jetzt von oben herab. Wir sind ja so arrogante Leute. Sollte dich ja ausruhen, Aladdin. Der Sandsturm hat nachgelassen. Unsere Chance, die Stadt zu reparieren. Stimmt schon, aber... bei dem Tempo bringst du dich noch um. Jasmin, hör auf, die Sorgen zu machen. Wer weiß, wann der nächste Sturm kommt. Vorher müssen wir alles hier wieder zum Laufen bringen. Wenn Genie doch bloß hier wäre... ich vermisse ihn auch, aber seine Magie wäre hier fehl am Platz. Agrabah ist unsere Stadt. Wir sollten sie auch wieder aufbauen. Du hast natürlich recht. Ich sollte mich mal wieder an die Arbeit machen. Warte, ich helfe mit. Danke, danke, danke schön, danke schön, danke schön. Also ein Sandsturm war es wirklich. Oder doch nicht? Wir werden dazu noch mehr erfahren. Der Kerl, da muss der Oberaufsicht über die Reparaturarbeiten haben. Warum gerade der? Der sieht nicht gerade adelig aus. Eher wie ein Obdachloser. Muss er das sein? Es ist nicht leicht, Menschen zu arbeiten zu bringen. Von einem, der im Palast wohnt, kann man das erwarten. Der ist das Befehlen gewohnt. Stimmt wohl. Aber er war auf keinen Fall adelig. Das Mädchen an seiner Seite, das war adelig. Adelig. Und jetzt sehen wir uns im Palast um. Nicht nötig, wir haben unsere Antworten und haben sogar ihre Anführer gesehen. Gut, könnt ihr dann nach Hause? Warum, Roxas, hast du etwa den Toast angelassen? Haben die auch Toast in Kindern Herz? Du weißt warum. Hier, komm schon, kehren wir zum Schloss zurück. Geht klar, Chef, geht klar. Okay, jetzt können wir es noch weitermachen. Aber nee, ich werde noch was machen. Ich weiß auch, welche Orte ich jetzt besuchen muss. Aber ich hoffe nur, dass die geht. So. Ach, eklige Motherfuckers. So. So. Sind die beiden hier durchgekommen? Die Tür ist ziemlich massiv und die Mauer ist hoch. Vielleicht haben die Leute hier den Palast als Schutz vor dem Sturm benutzt. So, das hat, sollte man machen, damit was getriggert wird. Nicht das sollte getriggert werden, aber... man... hä? Aber man kann immer Herz... so, was habe ich ganz nicht gedrückt? Und... wen holst du als Hilfe? Achso, er hat sich wieder geheilt. So, weg mit dir. Sigmar, brenne bitte nicht. Die Truhe da oben kriegen wir später. Also, die ganz oben rechts da. Und wir müssen das noch analysieren, dann ist alles geklärt. Untersuchen. So viel sagt, da kommen wir nicht durch und nicht raus. Ein neuer Sturm braucht sich zusammen. Die Leute werden die Stadt niemals schnell genug wieder aufbauen. Hey, bin ich froh, dass ich nicht hier wohne. Und dann müssen sie noch mit all diesen Herzlosen fertig werden. Haha, da bist du auf was gestoßen, Roxas. Warum? Der Sturm und die Herzlosen?
möglich, dass die beiden was miteinander zu tun haben. Glaubst du, es gibt da eine Verbindung? Okay, ich glaube, das reicht für einen Tag. Gehen wir zurück zum Schloss. So. Genug gearbeitet. Und das reicht. Die Truhe da oben kriege ich sowieso nicht, deswegen lasse ich die auch. Manchmal diese Slowdowns, aber diese Slowdowns, wenn man so in einen neuen Bereich geht, ist nicht so schlimm. Man achtet nicht so drauf. Zurück zum Schloss? Ja. Riecht der Sniper hier. Hey, wo gehen Herzlose hin, wenn sie besiegt wurden? Sie gehen nirgendwo hin, sie sind einfach weg. Nur ihre Herzen bleiben übrig. Aber die Herzen gehen nach Kingdom Hearts. Was passiert, wenn jemand ohne Herz wie wir besiegt werden? Bleibt von uns etwas zurück? Von wegen, uns dürfte es eigentlich gar nicht geben. Was soll da übrig bleiben? Da sind die, die zum Schloss des Infanten geschickt wurden. Geschichte. Und ich werde sie nie wiedersehen? Laxin will ich sowieso nicht wiedersehen, nein. Kommst du? Oh ja. Ob wirklich alle tot sind? Ihr wisst ja noch, dass... Was geht hier vor? Okay. Axel? Shion? Namine! Wer bist du? So. Finden Sie mit der Tafel auch deren versteckte Fähigkeiten. Klingt geil. Tag 27. Der dunkle Rand. I've been to see him. He looks a lot like you. Who are you? I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. I meant your name. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? My true name is... You have been with us for 6 days now. The time has come. Das war wohl Semnas. Wir hatten recht, Namini funkt bereits dazwischen. Wir sehen uns im nächsten Part.